Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Genau, das ist das erste Video auf diesem Kanal. Aber wenn man es ganz genau nimmt, stimmt es nicht ganz. Ich habe jetzt auch gerade ein leichtes Déjà-vu. Ich habe nämlich vor 1,5 Jahren oder 2, ich bin mir jetzt schon wieder unsicher, das ist ja jetzt mittlerweile 2023, aber ich glaube es war 2021, hatte ich auch so ein Vorstellungsvideo aufgenommen und wollte mit YouTube anfangen. Damals in dem Video habe ich schon erzählt, dass ich das schon wirklich sehr, sehr lange machen will. Ich schaue auch selber total gerne YouTube und es war schon immer so in meinem Hinterkopf, ich möchte eigentlich gerne selber mal YouTube machen oder beziehungsweise einfach Videos von meinem Leben hochladen. Ich finde das nämlich auch an sich ganz schön, wenn man gerade Reisen oder irgendwie Dinge, die halt in dem Leben passieren, die Veränderungen mit sich bringen etc., die festzuhalten. Und genau, damals hatte ich die Videos dann aufgenommen und habe auch, glaube ich, 2 oder 3 hochgeladen und irgendwie dachte ich dann, das ist vielleicht doch nicht das, was ich will und habe dann aufgehört erstmal, vor allem, weil ich es dann auch zeitlich nicht hingekriegt habe und jetzt sitze ich hier wieder, 1,5 Jahre später und denke mir, oder habe auch dann immer wieder danach mir überlegt, ich will das eigentlich doch machen und gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich fange jetzt wieder an und das ist hier mein Vorstellungsvideo. Ich habe mir diesmal überlegt, dass ich das ein bisschen anders mache. Ich werde jetzt so 20 Fakten über mich mitteilen. Dadurch, dass ich selber 20 bin, dachte ich dann, passt das ganz gut. Damit ist auch der erste Fakt dann schon weg. Das ist ja eigentlich sowas, was man, glaube ich, so vor 3, 5 Jahren gemacht hat. Aber ich glaube, so zum Kennenlernen ist das gar nicht so schlecht. Genau. Ich würde sagen, wir starten direkt. So, wie bereits erwähnt, ist Fakt Nummer 1, dass ich 20 Jahre alt bin. Ich habe im September Geburtstag. Genau. Also werde ich dieses Jahr 21. Falls ihr euch wundert, was ich hier habe, ich habe keine Verletzung an meinem Finger, sondern mein Nagel ist dabei abzubrechen und das möchte ich nicht. Dementsprechend habe ich jetzt ein Pflaster drum gemacht, aber ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Der wird leider abgehen müssen. Der ist ganz schön lang geworden. Das ärgert mich ein bisschen, aber naja. Weiter geht's. Der nächste Fakt ist, dass ich 1,70 groß bin. Ich habe aber manchmal das Gefühl, dass ich gar nicht so groß wirke. Aber meine Schwester erzählt mir jedes Mal, dass ihre Freunde aus ihrem Umkreis denken, ich wäre so groß, aber ich bin 1,70. Und ich habe mir, glaube ich, bis vor 2 Jahren immer gewünscht, dass ich noch größer werde. Also mittlerweile ist es mir egal, aber ich wollte immer 1,75 groß sein. Fakt Nummer 3 ist, dass ich eine große Schwester habe. Das hat sich ja durch die zweite Frage gerade auch erübrigt. Meine Schwester ist 4 Jahre älter als ich und wir haben uns sehr, sehr gerne. Dann mein 4. Fakt ist, dass ich einen Hund habe. Und zwar ist es ein silberner Labrador und sie heißt Peanut. Und sie ist mittlerweile schon 13, also schon eine alte Dame. Und ja. Ich habe mein Abitur 2021 gemacht. Ich habe mir die Fakten extra notiert, deswegen muss ich manchmal da runterschauen. Meine Leistungskurse in meinem Abi waren Chemie und Englisch. Und ja, ich war so mehr oder weniger zufrieden mit meiner Wahl. Nummer 7. Ich liebe es zu reisen. Also für mich ist so eine wichtige Aufgabe in meinem Leben, dass ich einfach die ganze Welt sehe. Und das probiere ich auch auf jeden Fall. Fakt Nummer 8. Ich backe total gerne. Ich liebe es, Geburtstagstorten für meine Freunde und meine Familie zu machen. Auch wenn ich echt dann an dem Tag immer super gestresst bin, freue ich mich total, wenn ich dann meinen geliebten Menschen oder die Menschen, die mich umgeben, eine Freude machen kann. Fakt Nummer 9. Ich koche auch total gerne. Also alles, was mit Lebensmitteln und Essen zu tun hat, ist mein Ding. Also Kochen ist irgendwie so meine Leidenschaft und ich liebe auch das Essen schön anzurichten und ich glaube, ich esse auch eigentlich so gut wie alles. Also klar gibt es so 1, 2 Sachen, die ich jetzt nicht so gerne esse, aber selbst das würde ich essen, wenn es mir auf den Tisch gestellt wird. Aber und ich würde auch von mir behaupten, dass ich mich, was Essen und Lebensmittel betrifft, schon sehr, sehr gut aus. Fakt Nummer 10. Zurzeit studiere ich noch an der Goethe-Universität in Frankfurt. Fakt Nummer 11. Passend dazu, ich komme aus Wiesbaden, das ist Nähe Frankfurt und bin da eigentlich schon mein Leben lang. Fakt Nummer 12 passt zu dem, was ich gerade auch davor gesagt habe. Ich bin in meinem ganzen Leben noch nie umgezogen und kenne das eigentlich noch gar nicht. Generell ein Umzug ist für mich ein Riesenschritt, der vielleicht eventuell dieses Jahr ansteht. Fakt Nummer 13,
Ich weiß, dass es jetzt ein bisschen kontrovers angesehen ist, aber wenn ich jetzt sagen müsste, was meine Lieblingsfarbe ist, dann wäre das vermutlich beige, einfach weil ich gerade so beige Dekoartikel und auch beige Kleidung am schönsten finde. Aber da beige jetzt nicht unbedingt als Farbe angesehen wird, würde ich vielleicht auch sagen, dass ich... Aber ich weiß es gar nicht. Also ich glaube, so von den Farben her wüsste ich es nicht. Ich liebe auch Rot und Orange zum Beispiel. Früher war Orange nur meine Lieblingsfarbe. Aber ja, also ich würde trotzdem sagen, so das, was ich am häufigsten trage und generell, was ich auch am ehesten schaue, ist auf jeden Fall beige oder beige. Fakt Nummer 14. Ich habe von Natur aus blonde Haare, habe mir aber vor 2 Jahren meine Haare mit DM, also mit Drogeriepackung, meine Haare gefärbt. Und seitdem sind sie leider ganz schön kaputt. Ich hatte deutlich längere und dickere Haare, aber ich hatte noch nie dickes Haar und nicht volles Haar. Aber ja, ist auf jeden Fall dadurch ein bisschen zerstört, weil ich sie ein bisschen heller haben wollte. Und mittlerweile kommt der Ansatz wieder raus. Fakt Nummer 15. Mein Hobby oder das, was ich halt sonst neben dem Kochen und dem Backen mache, also Backen mache ich jetzt auch nicht regelmäßig, sondern wirklich nur, wenn irgendwelche Geburtstage anstehen, ist, dass ich ins Fitnessstudio gehe. Ich glaube, das macht mittlerweile irgendwie so jeder. Wenn jetzt das Wetter wieder besser wird, werde ich vermutlich auch mit meinem Vater joggen gehen. Das haben wir früher auch häufiger gemacht. Da muss ich aber immer wieder erst ein bisschen reinkommen. Aber ja, Fakt Nummer 16. Ich liebe asiatisches Essen. Und ich würde fast behaupten, wobei ich da mir auch nicht mehr ganz so sicher bin, also ich liebe halt wirklich all das Essen auf der Welt, aber ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre Sushi mein Lieblingsessen. Aber so alles, was in die asiatische Richtung geht, liebe ich. Wobei ich auch Pasta sehr, sehr gerne mag, aber... Ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Pasta und asiatischem Essen oder generell zu Sushi, dann würde ich mich für Sushi entscheiden. Fakt Nummer 17. Ich bin ein Kaffeesuchti-Junkie, keine Ahnung, und ich trinke sogar am häufigsten schwarzen Kaffee. Fakt Nummer 18. Ehrlichkeit ist mir bei der gegenüberliegenden Person am wichtigsten. Ich möchte immer wissen, wo ich stehe bei der Person und ja, dass sie einfach ehrlich zu mir ist. Für mich gibt es nichts Schlimmeres als... das Gefühl zu haben, ich werde angelogen oder die Person ist mir gegenüber nicht offen und loyal und treu, falls ihr versteht, was ich meine. So, wenn ich nicht weiß, ob eine Person mich mag, dann kann ich das nicht haben. Also ich glaube, das mag keiner, aber das glaube ich, was ich meine. Fakt Nummer 19. Ich kann auch sehr, sehr gut mit mir alleine. Also ich kann manchmal einen Tag lang in meinem Zimmer sein und muss mit keinem sprechen. Aber passend zu Fakt Nummer 20, das ist jetzt auch der letzte, ist, dass ich nicht ohne meine Familie und Freunde kann und auch trotzdem total harmoniebedürftig bin und ja, trotzdem gerne Menschen um mich habe. Also ich bin so introvertiert, extrovertiert, kann man sagen. Also ich bin gern für mich, aber ich brauche auch sehr viele Menschen um mich, beziehungsweise muss ich irgendwie ja, surrounded von Leuten sein, die ich gerne habe. Und deswegen sind mir, wie gesagt, Familie und Freunde am allerwichtigsten. Das ist für mich Priorität Nummer 1. So, das war's jetzt auch schon mit dem Video. War ein relativ kurzes Video, aber ich dachte, das wäre einfach ganz sinnvoll, wenn ich das zum Anfang mache, damit man mich einfach wieder ein bisschen kennenlernt. Und ich gehe mal davon aus, dass die meisten, die sich das Video jetzt am Anfang anschauen werden, mich eh schon kennen, aber trotzdem. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch auf viele weitere Videos von mir. Und genau, genießt euren Tag.